Heute befassen wir uns mal wieder mit der bekanntesten Biker-Gang in der Welt. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, dass es mal wieder um die Hells Angels geht. Wir begeben uns mal wieder nach Kanada, wo eigentlich 90% der Geschichten spielen. Kanada ist eigentlich wirklich krass, wenn man darüber nachdenkt. Sie hatten Yves Trudeau oder auch Johnny K9, die beide für ziemlich kranke Unruhe sorgten. Ich habe mir eine Geschichte ausgesucht, die mit den beiden mithalten kann. Also Freunde, wenn ihr Bock auf Crime-Videos habt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Eigenwerbung check und daher können wir jetzt ins Video starten. Die heutige Geschichte handelt von einem Mann aus Quebec. Sein Name ist Maurice Boucher und er wurde am 21. Juni 1943 geboren. Zu dieser Zeit wusste keiner, dass dieser Junge eine führende Rolle im Montreal-Biker-Krieg haben wird. Aber wir gehen mal wieder zurück an den Anfang. Er wurde in ziemlich ärmliche Verhältnisse geboren. Er hatte auch noch 7 Geschwister. Daher war es kein Wunder, dass die Familie Geldprobleme hatte. Die Probleme begannen dann, als er sich dazu entschied, in der 9. Klasse die Schule zu verlassen. Zuerst versuchte er sich auf den Bau, wo auch sein Vater arbeitete. Aber das war einfach nichts für ihn. Maurice wurde dann schon ziemlich früh drogenabhängig. Zuerst war er nur ein Kiffer und kurz darauf nahm er härtere Drogen. Um seine Sucht zu finanzieren, rutschte er in die Beschaffungskriminalität. Er wurde das erste Mal in 1974 verhaftet. Die Gerichtsverhandlung streckte sich dann bis ins Folgejahr, wo er zu 40 Monaten im Gefängnis verurteilt wurde. Während Maurice in Haft war, reformierte sich die Biker-Szene in Quebec. Die Hells Angels expandierten zu dieser Zeit von New York nach Kanada. Einer der ersten bekannten Anführer war Yves Trudeau, zu dem ich auch ein Video gemacht habe. Jeder, der den Namen Yves Trudeau kennt, weiß, wie der Mann drauf ist. Die Hells Angels waren dann ziemlich schnell an der Spitze des Drogenhandels in Kanada. Maurice war anfangs noch ein Teil einer anderen Biker-Gang namens SS. Die SS waren eine rechte Biker-Gang. Maurice machte sich schon in seiner SS-Zeit einen Namen bei den Bikern und bei der Polizei. Er wurde als rücksichts- und gnadenlos beschrieben. Maurice wurde dann im Jahre 1984 wieder verhaftet, aufgrund von sexuellen Übergriff, und er bekam wieder einmal 40 Monate. In der Zeit in Haft trennte er sich von seiner Gang und er entschied sich dann dazu, sich den Hells Angels anzuschließen. Maurice wollte sich einfach dem Gewinnerteam anschließen, weil die Hells Angels zu dieser Zeit einfach die Pole Position hatten. Aber eine andere Gang erklärte den Hells Angels den Krieg, und zwar die Rock Machine Nomads. Ich werde sie einfach Nomads nennen. Die Nomads wurden ziemlich spontan gegründet. Ein Biker, der auch bei den SS war, mit Maurice zusammen, entschied sich dazu, seine eigene Gang zu gründen. Durch die Gründung der Nomads änderten sich die Machtverhältnisse. Die Hells Angels regierten nicht mehr den Drogenhandel und man musste auch auf den Straßen vorsichtig sein. Maurice wurde dann ein angesehenes Mitglied bei den Hells Angels, nachdem er einen rivalisierenden Biker ermordete. Die Hells Angels mussten dann ziemlich schnell 2 große Niederlagen einstecken. Der Boss der Gang wurde per Haftbefehl gesucht und er entschied sich dazu zu fliehen. Yves Trudeau, der einer der mächtigsten Rocker im Land war, wurde Kronzeuge. Das hinterließ ein Machtvakuum. Maurice bestieg dann den Thron im Jahre 1987. Maurice versuchte dann die Gang zu stärken, indem er kleine Rockerclubs zu den Hells Angels holte. Die, die das Angebot ablehnten, wurden einfach mit Gewalt dazu gezwungen. Maurice gab dann im Jahre 1989 den Befehl, das Clubhaus der Outlaws mit Sprengstoff zu attackieren. Nach der Attacke ergaben sich die Outlaws und schlossen sich den Hells Angels an. Die, die sich weigerten zu kapitulieren, wurden einfach aus dem Weg geräumt. Maurice entschied sich dann zu einem weiteren Schritt, der ihm im Krieg weiterhelfen würde. Er gründete einen neuen Club, der die Rocker hieß. Der war einfach nur dazu da, um die Drecksarbeit zu machen. Jeder, der sich bei den Rockern beweisen konnte, wurde zu einem vollwertigen Hells Angels Mitglied. Der Boss der Nomads wurde 1994 von der Polizei verhaftet und eingesperrt. Das war eigentlich der Untergang der Nomads. Der Boss hatte Verbindungen zur italienischen Mafia, was ihn und seine Gang fast unantastbar machte. Es war extrem schwer für Maurice, an die Gang heranzukommen, aber jetzt hatte er ein grünes Licht. Die Nomads ließen sich aber nicht so leicht unterkriegen. Es kam dann in 1994 zu 20 Morden, die in Verbindung mit dem Krieg standen. Maurice versprach seinen Gefolgsleuten $100.000 für jeden Nomad, den sie erledigen. Maurice führte seine Gang strikt und er sorgte dafür, dass diese gnadenlos handelten. Sie hatten es nicht nur auf feindliche Rocker abgesehen, sondern auch auf Informanten, Journalisten und sogar vor der Polizei machten sie keinerlei Halt. Die Polizei lässt sich sowas aber nicht gefallen und daher gründeten sie eine neue Einheit namens Wolverine. Die Einheit hatte nur das Ziel, die Rocker zur Strecke zu bringen. Maurice erstellte dann als Antwort darauf eine Liste von Menschen, die ausgeschaltet werden müssen. Darauf befanden sich Gefängniswärter, Anwälte und sogar Richter. Maurice hatte eine regelrechte Schreckensherrschaft. Es starben sehr viele Leute auf seinen Befehl hin.
Maurice wurde dann in 1998 verhaftet, nachdem ein Ex-Hells Angels gegen ihn aussagte. Die Verhandlung von Maurice war bizarr. Es waren immer Hells Angels in den vordersten Reihen anwesend, die den Richter und die Jury einschüchterten. Ein Mitglied der Jury soll angeblich geweint haben, weil sie dem Druck nicht standhalten konnte. Dann passierte das Unfassbare und Maurice wurde freigesprochen. Maurice feierte seinen Sieg wie kein anderer. Er wurde sogar von der Bevölkerung gefeiert. Aber die Freude hielt nicht lange an, weil er im Jahre 2000 wieder verhaftet wurde. Das Gericht warf ihm nochmal dasselbe vor. Sie sagten auch, dass der Prozess nicht fair war, da Maurice die Jury und den Richter einschüchterte. Die Polizei wollte dieses Mal dafür sorgen, dass er für immer hinter Gitter kommt. Sie führten eine Großrazzia in Kanada durch, wo über 100 Mitglieder der Hells Angels verhaftet wurden. Maurice wurde dann schuldig gesprochen und er bekam lebenslänglich für seine Taten. Man muss halt dazu sagen, dass zu seiner Zeit an der Macht über 100 Menschen starben und es wurden auch ungefähr 80 Sprengkörper gezündet. Der Krieg war nach der Verhaftung von Maurice eigentlich vorbei und die Straßen von Kanada um einiges sicherer. Maurice wurde dann im Gefängnis angestochen, aber andere Gefangene beschützten ihn und attackierten dann den Angreifer. Am Anfang hatte er noch eine unfassbare Macht hinter Gitter, aber Maurice verlor über die Jahre seine Macht. Er wurde in 2014 offiziell von den Hells Angels gekickt. Was soll man dazu sagen? Maurice wird nie wieder in seinem Leben ein freier Mann sein. Das ist wohl auch das Ende seiner Geschichte. Er wird hinter Gitter sterben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like droppen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.